So konnte das finden. Und hältst du den Safe gut gefüllt, hast du immer was in der Hinterhand. Moment, ich öffne die Rolltore für dich. Die hat die Pest vorhergesagt und den großen Brand von London, der sie beendete. Er kannte Pestopfer zu Lebzeiten und suchte sogar nach einem Heilmittel namens Panax. Scanne die Tür mit dem Pad. Ich öffne sie dir von hier. Ich erledige das. Ich habe das zu deiner Sicherheit verriegelt. Okay, nun kannst du kommen und gehen. Scanne jeden CCTV-Verteiler, den du finden kannst, damit ich ihn hacken und die Kameras wieder aktivieren kann. Fantastisch. Deine Karte wurde aktualisiert. Ohne eine gute Karte bist du da draußen so gut wie tot. Hab sie. Ich trianguliere. Sie ist im Supermarkt. Sei vorsichtig. Nutz dein Radar. Du musst es manuell nutzen, wenn du wissen willst, was sich an den blinden Stellen befindet. Er war mit dem Alarm verdrahtet. Schnell rein, bevor alle Pestbeulen im Umkreis angelaufen kommen. Diese armen Bullen sind sicher wegen des Supermarktalarms gekommen. Jetzt haben sie ein echtes Problem. Barrikadiert. Mist. Such dir einen Hammer. Damit kannst du Bretter von den Türen schlagen. Wenn du schon mal da bist, greif zu. Klau, was du kriegen kannst.
um die Kameras zu aktivieren. Gut, die CCTV-Kameras sind wieder online. Molotov-Cocktails sind Klassiker. Und Klassiker sind bekanntlich schwer zu schlagen. Und schieb deinen Arsch in einem Stück zurück ins Safe House. Der Drecksack macht genug Lärm, um Tote aufzuwecken. Los, raus da! So, du bist also zurück. Vielleicht ist dir im Hauptraum eine Kiste mit Rabensymbol aufgefallen. Es wird Zeit, sie dir zu zeigen. Oh, make sure to stick it on top of the pizza so it stays nice and warm. Hello, every pizza place. Eine Lehre sein. Nicht, dass da noch viel Verstand wäre, aber sie haben Jagdinstinkte wie Tiere. Und als solche sollte man sie behandeln. Nicht als Nachbarn, Freunde oder Verwandte. Sie sind tot und das, was ihre Gesichter trägt, ist nicht menschlich. Ja.
Aber es sind schon ein paar durch. Du musst sie erledigen. Alles wäre anders gekommen, hätte man auf John Dee gehört. Aber als er sah, was uns bevorsteht, war Elizabeth bereits tot. Und Jakob der Erste hatte nichts übrig für Propheten und Alchemisten. Er war so von schwarzer Magie besessen, dass er ein Buch über Dämonologie schrieb und Hexenjäger durchs Land schickte, um Hexen und Zauberer zu verbrennen. Die musste sich verstecken. Ach, diese Narren.
Dir die armen Schweine an. Als hierher geströmt war, sie dachten, die Royals würden sie schützen. Aber das Establishment kümmert sich nur um sich selbst. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Vergiss das nicht. In der Nähe ist ein Raben unterschlupft. Vielleicht findest du da, was du brauchst. Augen auf, Soldat! Infizierte kommen! Hi! Come on, Doc! Come on, Doc!
Das ist unser Eingang. Die Funksignale reichen nicht bis da unten. Du bist allein. We took all the challenge out of his life. Perhaps some people aren't meant to retire at all. You're staying in the nursing home. Okay. Mom, believe me, no one is touching you. So what? What are you saying? Oh, we're coming. Oh, no! She's saying. Die Queen, zumindest für eine jahrhundertealte Echse in Menschengestalt. Aber ich sage dir, sie weiß Bescheid. Die Regierung wollte nichts von der Prophezeiung wissen, die Queen schon. Hoffentlich schafft sie es nach Indien. Das Klima dort ist sowieso besser für Reptilien. Eine Sekunde. Das ist dein Weg hinein. Vorsicht, da unten kann ich nicht helfen. Du bist auf dich gestellt. Ich verliere dich. Du musst abgeschirmt sein. Pass auf. Sauber.
What's up, Team Sch- Ich heiße Peter Knight, Assistenzarzt im Royal Household. Also, keine Angst, Sie sind nicht verrückt. Kommen Sie ins Labor, okay? Entschuldigung, ich weiß, das ist das reinste Labyrinth. Aber das ist gut so, das Eingehen in Fernheit. Ich schätze, ich sollte Sie warnen. Hier treiben sich auch ein paar Infizierte um. Eigentlich Omega Group, Leute, aber. Tja, jetzt sind Sie infiziert. Willkommen! Fühlen Sie sich wie zu Hause. Aber bitte berühren Sie nichts. Das ist wichtige Forschung. Fox lauter. Ich mache hinter Ihnen zu. Sicher ist sicher. Fox lauter. Leider kann ich Sie nicht persönlich empfangen. Das ist für Fox uns lauter. Sicherer, verstehen Sie? Ich suche ein Mittel gegen Fox diese lauter. Schreckliche Seuche, wissen Sie? Leider habe ich viel zu wenige Versuchsobjekte. Fox lauter. Weh, diese armen Omega-Leute. Nicht meine Sternstunde, fürchte ich. Entschuldigen Sie bitte. Sie können mir gewiss helfen. Immer mit der Ruhe, altes Mädchen. Gut. Also, Folgendes können Sie tun. Es gibt ein Buch, De Rimini Secreti von Konrad Gessner. Ein faszinierendes Werk, aber ich brauche dies persönliches Exemplar mit seinen Anmerkungen. Ich glaube, es ist in der Palastbibliothek. Aber ich fürchte, dafür muss man nach oben. Wären Sie so gut? Der Bunkeraufzug bringt Sie hoch. Ich hoffe, die Musik stört Sie nicht. William Byrd, der Lieblingskomponist Elizabeth der Ersten. Mir hilft es bei der Arbeit, sehr beruhigend. Xbox leiser. Das machen Sie wirklich gut. Sie wachen, die tun mir leid. Eigentlich gehöre ich auch zur Omega Group. Ich habe als Sanitäter begonnen, dann wurde ich hierher versetzt. Eine Schande. Die Jungs waren Elite-Soldaten. Echt traurig, sie so sehen zu müssen. Yeah!
ein, dass Sie vermutlich keine Ahnung haben, was die Omega Group ist. Streng geheim, aber das spielt keine Rolle mehr. Es ist eine Elite-Einheit zum Schutz der Royal Family. Aber die Seuche hat sie halt erwischt und all die armen Menschen im Bunker bewachen sollen. Naja, irgendwie bewachen sie ihn ja noch. Hätten wir doch auf Dr. T gehört. Das kannst du definitiv gebrauchen. Und hier erst recht. Schön leise.
Und Juwelen sind nun einen Scheiß wert. Kugeln sind jetzt Edelmetalle. Die Kranke muss gebändigt werden und ist durch kein Kräuterabsud zu besänftigen. Oh mein Gott! Sie scheint unersättlich und nichts, was ich ihr gebe, kann ihren Ungeheuer. Wo war ich? Sie müssen verzeihen, ich bin ein bisschen zerstreut. Ah ja, Dr. Dee. John Dee war Wissenschaftler, Alchemist und Naturphilosoph zu Zeiten Elizabeth I. Vielleicht sogar Spion. Unglaublich. Wissen Sie, Dr. Dee schrieb eine Warnung bezüglich dieser Seuche. Oh, Entschuldigung, ich muss. Empfehlungen aus De Rimedi Secreti folgend, habe ich den Eiter zu einem trockenen Pulver reduziert und als Dekokt dem Subjekt injiziert. Gott möge verzeihen, dass ich mein eigen Weib Subjekt nenne. Dabei stellte ich fest, dass es das schwarze Blut in den Gefäßen. Yeah.
Hallo. Oh, wie ich sehe, haben Sie gestern das Buch gefunden. Ich hoffe, es gab keinen Ärger. Reichen Sie es durch, ja? Warten Sie. Da ist noch was. Das Ding, das Sie da haben, sieht aus wie das, was die Omega-Jungs rumtragen. Würden Sie mal rüberkommen, um diesen Infizierten mit mir zu scannen? Wir brauchen eine vollständige Analyse, um die infizierte Drüse zu isolieren. Wirklich faszinierend. Selbst wenn alle Lebensfunktionen erloschen sind, kämpft er weiter gegen die Infektion. Fantastisch, hä? Das darf ich nicht. Sie müssen ihn erst von seinem Elend befreien. Füllen Sie die Spritze dann mit den Antikörpern aus der infizierten Drüse. Perfekt. Also, diese Spritze wird ein Virozid synthetisieren. Eine Art Gift. Überaus tödlich. Es reicht für eine Injektion, aber Sie können sie jederzeit an andere Probanden nachfüllen. Nun, dafür muss ich Sie aber um noch etwas bitten. Ein zweites Buch. Das Studium Contagione. Das Studium der Infektionen. Von die höchstpersönlich. Sehr selten. Aber ich weiß, dass Ron Friedman eine Kopie besitzt. In seiner Wohnung, in der Brick Lane. Ron gehört zu den Raben. Wissen Sie? Oh,
the underside of your desk, Carl's been hurt. Staatsdienern, die schleunigst nach Westminster und in den Palace abgedüst sind. Hat auch nichts gebracht, hä? Hörst du das? Genau deshalb geht dieses Land vor die Hunde. Die Leute feiern, statt sich vorzubereiten. Dass noch jemand lebt. Okay, nicht jeder kennt dies Prophezeiung. Aber wie kann man angesichts des Weltuntergangs so blind sein? Unglaublich. In den Raum kommen. Sieht aus, als könntest du durch ein Loch in der Decke springen.
Alles angefangen und hier wird es enden. Versprochen. Schützt das Safe House. Dein Überleben hängt davon ab. Also nur. Scheiße, jetzt weiß ich, wo du bist. Bei Ron Friedman. Alles, was du dort findest, ist ein debiler Trottel, der die Raben von der Wahrheit abgebracht hat. Vorsicht, wenn du reingehst. Ron Friedman ist ein verlogener Eimer Scheiße. Glaub ihm kein Wort. Er lässt dich höchstens Hirngespenste jagen. Trip to the Eiffel Tower?
Verdammt. Rons Wohnung ist im nächsten Stock. Du musst deinen Luftkasten hochkrabbeln. Hier. Hörst du mich?
Da scheint es heiß herzugehen. Such die Küche und nutz den Müllflocker. Das ist der schnellste Weg raus. Letzter Brief an Francis Bacon. Gnädiger Francis. Und so weiter und so fort. Ja, er erwähnt den Panaceeschlüssel. Also, die Raben glauben, diesen Schlüssel zu besitzen. Und sie müssen noch irgendwo in London sein. Ich weiß nicht wie, aber wenn sie sie finden und den Schlüssel beschaffen, könnte ich das Mittel herstellen. Bis dahin muss ich weitermachen. Ich habe der Queen und meiner Zunft einen Eid geschworen, die dunklen Ecken des Unwissens auszuleuchten. Und das werde ich. Passen Sie auf sich auf.